Hey, liebe Löwenfans, euer Karim hier. Ich hoffe, euch geht's allen gut, trotz dieser Corona-Pandemie. Wir hoffen natürlich alle, dass es so schnell wie möglich wieder vorübergeht, damit wir es endlich wieder in Volkswagen-Halle sehen können. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten, so wie ich, zu Hause mehr oder weniger eingesperrt sind. Deswegen habe ich mal meine Top 3 Filme und Top 3 Videogames für euch aufgezählt. Ja, fangen wir mal an mit meinen Top 3 Filmen. Erster Film ist Shutter Island mit Leonardo DiCaprio. Der spielt da einen Police Detective und muss da mit seinem Partner einen Fall aufklären auf einer Insel, wo eine Psychoanstalt ist. Und ist sehr spannend und das Ende ist sehr überraschend. Nummer 2 ist Ziemlich beste Freunde. Ich denke, es ist ein super Film für die ganze Familie, gerade wenn ihr zu mehreren zu Hause daheim seid. Kann man wirklich, ist glaube ich für alle ein schöner Film. Er geht um einen reichen Querschnittsgelähmten, und der auf der Suche nach einem Pfleger ist und dann findet er einen Pfleger, der aber aus einem ganz anderen Milieu kommt und ja, die bauen da eine Freundschaft auf und ist wirklich ein sehr schöner Film. Ja, und mein absoluter Lieblingsfilm ist Pulp Fiction. Ist ein Klassiker, etwas älterer Film. Ja, ist schwer zu erklären, weil der Film hat mehrere Handlungen. Deswegen kann man das nicht in ein, zwei Sätzen zusammenfassen. Aber das ist ein super ja, Action-Drama-Movie und ja, sollte jeder auf jeden Fall mal gesehen haben. Jetzt wollte ich euch noch meine Top 3 Spiele sagen. Einmal, also PlayStation oder Xbox spiele ich halt. Einmal FIFA 20, ich glaube, geht immer, gerade mit Freunden oder so, ist perfekt. Dann 2K, sollte jeder kennen, der diese Story sieht oder diesen Post. Dann spiele ich gerade noch viel Fortnite, aber am meisten spiele ich gerade Call of Duty, Warzone, aber Call of Duty erst ab 18. Also Finger weg davon für Kinder unter 18, aber ja. Das sind die Spiele, die ich gerade am meisten zock. Ja, ich hoffe, es geht alles schnell vorbei. Wir sehen uns bald wieder und stay at home.